Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zukünftigen Stellen und die Volksvertretung zu wenden. Grundgesetz Artikel 17. Ein hohes Gut in Deutschland, ein Grundrecht, ein Grundgesetz, das jeder nutzen kann. Aus 19 Jahren Arbeit im Petitionsausschuss weiß ich, dass alle Bürger, alle Schichten, alle Gruppen dieses Recht nutzen, intensiv nutzen. Und ich kenne eigentlich keine Gruppe, die sagt, das nehme ich nicht an. Natürlich auch haben wir Petitionen von Bundespolizisten und Petitionen über Bundespolizisten. Ich kann Ihnen sagen, dass in der 18. Wahlperiode bis jetzt immerhin 103 Petitionen bei uns eingegangen sind zum Oberbegriff Bundespolizei. Das zeigt das parlamentarische Mittel, das wir haben, seit vielen Jahren haben, dass das akzeptiert wird und auch in der Praxis funktioniert. Gestatten Sie mir ein Beispiel. Ein Bürger wollte bereits im Jahr 2014, ich zitiere, zum Wohl der Allgemeinheit und der Polizei erreichen, dass Beamte im Außendienst mit einer an der Uniform befestigten Kamera ausgestattet werden. Er hatte Sorgen, nachdem er Fernsehbilder von Einsätzen gesehen hatte, wo Polizisten verletzt wurden, hat sich Sorgen gemacht, wie kann man Polizisten schützen, und hat sich mit einer Petition an uns gewandt. Sie kennen den weiteren Werdegang, wir haben sie inzwischen zum Gesetz, die Bodycams, es ist soweit realisiert. Das Petitionswesen ist in Deutschland ein wichtiger Bestandteil des gesamten Beschwerdewesens in unserem Land. Man könnte meinen, der Gesetzesvorschlag Bündnis 90 Die Grünen, den wir heute behandeln, geht von einer übergroßen Mehrzahl von Beschwerden um Polizeigewalt, um unangemessene Kontrollen, Übergriffe von Polizeibeamten bei Demonstrationen oder dergleichen aus. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen aus dem Petitionswesen sagen, es ist genau andersrum. Es gehen bei uns Petitionen ein, wo sich Bürger Sorgen um unsere Sicherheit machen. Sie haben berechtigte Sorgen, dass sie sagen, ihr müsst die Polizei aufstocken, ihr müsst sie besser ausstatten, ihr müsst mehr tun für Präsenz bei Fußballspielen oder bei anderen Veranstaltungen. Gerade im Hinblick auf die materielle und finanzielle Stärkung der Polizei haben wir ja gerade in der letzten Wahlperiode relativ viel gemacht. Ich glaube, ich brauche es im Einzelnen nicht aufzuführen, was wir an Personal und an finanziellen Mitteln hier eingeleitet haben. Und die Bundespolizeibeamte nutzen auch dieses Wesen der Petitionen. Das heißt, sie kommen zu uns mit Beschwerden über ausgebliebene Beförderungen, sie kommen über ausgebliebene Ausstattung von Schutzwesten, was zugesagt worden und realisiert worden ist. Wir hatten vor kurzem einen Fall eines nicht erfolgten Sonderurlaubs bei einer Qualifizierungsmaßnahme. Wir haben im Petitionswesen das klären können. Alle diese Beschwerden werden gewissenhaft parlamentarisch geprüft. Und wir liegen bei einem Realisierungsgrad, wo wir helfen können, bei diesen Petitionen von weit über 50%. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Petitionswesen ist ein Bestandteil nur. Wir haben aber eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, wo eventuelles Fehlverhalten von Polizisten oder andere Petitionen zu diesem Thema eingereicht werden können. Bürgerinnen und Bürger haben viele Möglichkeiten, die sie nutzen können. Wir haben zum Beispiel bei der Bundespolizei 12 Beschwerdestellen in den verschiedenen Dienstbereichen. Es besteht die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde, Anzeigen bei Ordnungswidrigkeiten. Wir haben die Petitionsausschüsse in den Bundesländern vor Ort noch und wir haben den Bundesdatenschutzbeauftragten. Wir haben eine ganze Reihe dazugelernt in der Anhörung mit den Experten. Einige waren ja dort dabei. Wir haben erfahren, dass es innerhalb der Bundespolizei 18 Stellen gibt, wo man sich nochmal mit seinem Problem hinwenden kann. Also intern eine relativ große Fülle an Stellen der Beschwerdemöglichkeiten. Und der Präsident Dr. Roman hat sogar eine Zahl genannt, wie viele Personen in der Bundespolizei da sind, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind immerhin 1.861 Leute. Also ist schon erstaunlich, diese Zahl. Wir haben dort
Personalvertretungen, Jugendausbildungsvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Gleichbestellungsbeauftragte. Ich könnte eine ganze Reihe aufzählen. Sie wissen das. Eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo man sich beschweren kann. Neu haben wir seit dem 27. Mai 2015 die Vertrauensstelle, die direkt beim Präsidenten angesiedelt ist. Und nach dieser Vertrauensstelle hatten wir gegründet nach den Vorkommnissen in Hannover. Sie kennen das Thema. Auch diese Vertrauensstelle wird genutzt. Wir hatten im Jahr 2015 22 Eingaben, 2016 44 und 2017 bisher bereits 47. Alles Fälle, denen konkret nachgegangen worden ist. Davon waren 39 Disziplinarprobleme und 48 Personalangelegenheiten. Meine Damen und Herren, die öffentliche Anhörung hat gezeigt, dass die Mehrzahl der Fachexperten der Meinung war, dass der Gesetzentwurf für einen unabhängigen Bundespolizeibeauftragten in der vorliegenden Form nicht umsetzbar ist. Selbst, Frau Michalisch, wenn Sie auch den Kopf schütteln, selbst der Bürgerbeauftragte von Baden-Württemberg, Volker Schindler, der gleichzeitig Polizeibeauftragter ist, hat klipp und klar gesagt dort, dass das Rollenverständnis des Beauftragten aus dem Gesetzentwurf absolut fragwürdig ist. Selbst er hat eine solche Stelle einnehmen soll. Die Doppelrolle des geplanten Bundespolizeibeauftragten als Mediator und gleichzeitig als Sonderermittler wird absolut nicht funktionieren. Und deswegen hat auch er das abgelehnt. Also es war eigentlich niemand mehr, der hinter Ihrem Vorschlag stand. Das heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser ursprünglicher in der ersten Lesung geäußerter außer Meinung, das abzulehnen, ist nur Anhörung nur absolut bestätigt worden. Selbstverständlich ist jeder einzelne Vorwurf ernst zu nehmen. Jeder einzelne muss untersucht werden, und jeden einzelnen müssen wir uns kümmern. Wir müssen auch ganz exakt nachschauen, wo kann man helfen, wo ist ein Problem. Ich möchte die Probleme nicht kleinreden, aber ich sage ganz einfach, wir haben genügend Stellen, wo man sich hinwenden kann. Und der Polizeibeauftragte hätte ja nur einen Grund, wenn wir diese Stellen nicht hätten oder sie würden nicht funktionieren. Aber wir haben die Stellen und sie funktionieren. Deswegen gibt es keinen Grund, einen neuen einzuführen. Die CDU-CSU bleibt bei ihrem Votum, dass wir diesen Gesetzentwurf heute erneut ablehnen und fühlen uns, wie gesagt, durch die Anhörung bestätigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte in meiner letzten Rede in diesem Hohen Haus natürlich auch die Gelegenheit nutzen, mich zuerst bei allen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten ganz herzlich für ihren engagierten Dienst, den sie in Deutschland, im Ausland, für uns alle, für unsere Bevölkerung leisten, ganz herzlich zu bedanken. Ich glaube, wir wissen alle gemeinsam, dass die Einsätze schwerer geworden sind, komplizierter geworden sind, die Verletzungen nehmen zu, die Hemmschwellen sind gesunken. Das heißt, die Männer und Frauen machen einen immer schwereren Job draußen, und deswegen müssen wir eindeutig hinter ihnen stehen und nicht mit neuen Stellen irgendwelche Stellen aufmalen. Ich durfte mich 19 Jahre im Innenausschuss etwas um die Belange der Bundespolizei mit kümmern. Ich habe das sehr gerne gemacht. Das waren spannende Zeiten. Das waren Zeiten mit sehr großen Veränderungen. Das waren Zeiten mit mehreren Reformen, die wir erlebt haben. Nicht immer war alles schlüssig. Auch wir hatten oft unsere Meinungen geäußert, dass einiges nachgebessert werden musste. Ich war ständig an den verschiedensten Stellen vor Ort bei der Bundespolizei und habe mich also um die Probleme gekümmert. Ich war nicht immer mit Anmeldungen vor Ort, auch mal ohne Anmeldung. Es gab oft Ärger mit den Präsidenten, das habe ich aber gerne ausgehalten, weil, glaube ich, die Kontakte vor Ort ganz wichtig für unsere Arbeit waren, wo man erfahren hat, was ist wirklich dort draußen los. Denn den Termin, wo die geputzten Autos in Reihe Dienst standen, den haben wir ja eigentlich nicht gebraucht. Und deswegen waren die unangemeldeten Termine die schönsten, wo man auch das meiste dort mitbekommen hat. Ich habe viele Streifen bin ich mitgefahren, das waren die spannendsten Sachen. Und wenn man 19 Jahre dabei war, hat man ja gerade direkt immer an der Grenze zu Tschechien und Polen also relativ viel erlebt. Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen, die sich um Sicherheit auch weiterhin kümmern werden, im Innenausschuss alles Gute wünschen, recht viel Erfolg. Ich bin dankbar für diese Jahre, die ich haben durfte, und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Baumann. 19 Jahre waren Sie Mitglied
hier im Deutschen Bundestag. Und ich würde Sie bezeichnen als ein Kümmerer. Das haben Sie gerade noch mal deutlich in Ihrer Rede transportiert. Sie hatten ein Auge für die Polizisten. Sie sind unangemeldet zu Terminen gekommen. Sie haben sich den Bedürfnissen der Menschen angenommen. Für diese Tätigkeit herzlichen Dank und alles, alles Gute. Bevor ich die Aussprache fortsetze, ich habe gerade das Protokoll